Denn nicht genannt? Terrorist. Ich halte euch alle für Terroristen. Welchen Glauben hast du? Ich bin Moslem. Oh, Moslem. Wenn Sie mehr wissen wollen, empfehle ich Ihnen zu lesen. Ich empfehle dir mal, deinen Verstand zu checken. Antworte, Dummkopf. Siehst du gern Tote? Nein, Sir. Schändest du gern Leichen? Nein, Sir. Unterstützt du Terrorismus? Nein, Sir. Du bist Moslem? Ja, Sir. Anhaltende Langeweile, nur unterbrochen von Angst und Stress, das erzeugt eine nervenaufreibende Atmosphäre, geschaffen, um das seelische Gleichgewicht der Guantanamo-Häftlinge zu erschüttern. Raus mit dir! Bringt mir den Terroristen, bringt ihn her! Die Wachen wissen, dass es für einen Moslem extrem demütigend ist, nackt vor anderen zu stehen. Hier seht ihr einen Terroristen vor euch, der glaubt, alles sei in Ordnung, alles rechtens. Los jetzt! Er hat uns das gesagt. Terrorismus ist schön. Du dummer Terrorist, auf die Knie! Runter! Auf die Knie! Sieht ihn euch genau an. Dummkopf! Idiot! Wie ist das, wenn man als Terrorist entlarvt ist? Ich bin kein Terrorist. Wie fühlt es sich an? Du dummes Schwein! Keine Moral, keine Prinzipien, nichts! Pass auf, was mit Terroristen passiert. Nimm deinen blöden Terroristenschuh mit! Hinknien! An diesem Punkt entschied Usama, dass er das Projekt verlassen muss. Er hielt nur 28 Stunden durch. Als Muslim. It's forbidden. Als Muslim ist es verboten, anderen irgendwelche intimen Körperteile zu zeigen. Und sie haben mir die Kleidung ausgezogen. Vor anderen Leuten, die ich gar nicht kenne. Das war unglaublich erniedrigend. I would have been very humiliated. My heart bleeds. Im zweiten Teil, das Experiment geht weiter und die Methoden werden immer brutaler. Unser Leben schien eine Wende zu nehmen. Endlich kam das lang ersehnte Nass. Aber es waren nur ein paar Tropfen, viel zu wenig. Danach ist alles noch viel schlimmer geworden. Erst sind unsere Ziegen und Kühe verdurstet, dann ist das jüngste meiner Kinder gestorben. In meinen Händen ist es von mir fortgegangen, weil mein Körper keine Milch mehr für das junge Leben geben konnte. Diese Menschen brauchen Ihre Hilfe. Spenden Sie online unter brotfuerdiewelt.de. Es ist mitten in der Nacht, aber die Wachen wecken die Freiwilligen mit dem Ruf zum Morgengebet. In Guantanamo nutzen die Wärter jede Gelegenheit, die muslimischen Gefangenen zu provozieren. Aufstehen, 73! Brauchst du was für dein Gebet? Do you need anything for your prayer time? Zuvor haben es die Wachen Fawzi Warridge absichtlich erschwert, sich auf das Gebet vorzubereiten. Sie gaben ihm eiskaltes Wasser für die rituelle Reinigung. Was brauchst du? Nichts, Sir. Nichts? Du hast doch immer Wasser gebraucht. Das Wasser ist zu kalt, Sir. Was? Das Wasser ist zu kalt, Sir. Wenn es unbequem wird, kommt es nicht so darauf an, meinst du das? Wenn man kein Wasser hat, kann man Staub benutzen, Sir. Du bekommst Wasser, wenn du möchtest. Es ist zu kalt, Sir. Mir wurde... Dir ist es zu lästig, wenn es unbequem in deiner Religion wird. Das meinst du? Ja, Sir. Interessanter Glaube. Weiter so. Fawzi entscheidet sich für die traditionelle islamische Reinigung mit Staub. Wachen! Everyone at once. Achtung! Raustreten lassen und Kabine durchsuchen.
Die Guantanamo-Häftlinge sollen nie heimisch werden. Um den Druck auf sie zu erhöhen, werden regelmäßige Zellendurchsuchungen nach dem Zufallsprinzip vorgenommen. Na los, steh auf. Drei Schritte vor und hinknien. Drei Schritte vor und hinknien. Noch eine Gelegenheit zur Demütigung. Die Wärter haben es auf Gary Turner abgesehen, dem sie ein Pornoheft unterschieben. Was ist das? Das gehört 91. Ehemalige Guantanamo-Häftlinge berichten von einer Vielzahl sexueller Demütigungen. Was ist das 91? Keine Ahnung, Sir. Es war in deiner Zelle. In deinem Zimmer. Man drohte ihnen Vergewaltigungen an, erniedrigte sie mit Prostituierten, die man extra geholt hatte, beschmierte sie mit Menstruationsblut und degradierte sie durch Pornografie. Wieder mal ein unschuldiges Opfer der Umstände. Das war bei deinem Zeug. Darf ich mal was fragen? Kennst du irgendeinen, der homosexuell ist? Bevor er in das Projekt einstieg, befürwortete Gary Turner den Einsatz von Verhörtechniken, die Zwang ausüben. Die Umstände erfordern es manchmal, härtere Methoden bei der Befragung anzuwenden. Sie bringen einen weiter als die, die erlaubt sind. Ich glaube, es ist notwendig, um die richtigen Informationen zu bekommen und Leben zu schützen. Du hast einen schwulen Freund? Ja. Was sagt das über deine moralischen Verstrickungen? Als Gary zur weiteren Befragung abgeführt wird, müssen die anderen wieder stressende Übungen machen. Wegen seiner fortgesetzten Trotzhaltung wird Chris Gelf ausgesondert. Obwohl erzwungene Körperhaltungen nach internationalem Recht illegal sind, hat das Pentagon erlaubt, sie über einen Zeitraum von bis zu 4 Stunden anzuwenden. Sir. Sir. Krampf, Sir. Das wird von den Vereinten Nationen als Folter bezeichnet. Ich kann nicht mehr, Sir. Ein Krampf. Der Muskel an der Seite. Ein Krampf? Was soll ich da machen? Gib ihm mehr Wasser. Die Wärter erlauben Chris, sich von Zeit zu Zeit zu erholen, aber nur, um seine Qual zu verlängern. Jedes Mal, wenn ich dir sage, irgendetwas zu machen, verweigerst du den Gehorsam. Bei jeder verdammten Gelegenheit. Willst du dich mit mir anlegen? Nein, Sir. Warum tust du es dann? Ich bin schwach. Du bist schwach? Ja. Ich spüre meine Zehen nicht mehr. Wir hatten alle mal Freundinnen, nicht? Auf Gary wird psychologischer Druck ausgeübt. Er ist in kurzen Fesseln und hat die Augen verbunden, als sein Vernehmer beginnt, ihn sexuell zu belästigen. Wir rasieren dich zuerst ein bisschen. Hören Sie auf, Sir. Sir, können Sie nicht aufhören, mich anzufassen? Ob ich nicht aufhören kann? Hören Sie auf, mich anzufassen, danke. Ich werde mich um dich kümmern, du bist zu verkrampft. Ja, und das hat seinen Grund. Entspann dich. In Guantanamo wurden die Häftlinge nicht nur bedrängt, es kam auch zu Übergriffen. Das FBI hielt eine Begebenheit fest, die sich während des Ramadans zutrug. Einer Zeit, in der körperlicher Kontakt mit Frauen für einige Moslems besonders anstößig ist. Der FBI-Agent beobachtete eine Vernehmungsbeamtin, die dem Häftling etwas ins Ohr flüsterte, ihn streichelte und seine Arme mit Lotion einrieb. Obwohl der FBI-Agent ihre Hände nicht die ganze Zeit sehen konnte, sah er, wie sie in den Schoß des Häftlings wanderten. Du bist so süß. Ich kümmere mich später um dich, keine Sorge. Nur du und ich, ganz allein. Besorgt über die Zulässigkeit von Beweisen, die unter Zwang zustande kamen, zog das Pentagon die Erlaubnis für die extremsten Zwangsmethoden im Januar 2003 zurück. Aber Berichte entlassener Häftlinge, des Roten Kreuzes und des FBI bestätigen, dass diese Techniken nach wie vor eingesetzt werden. Hast du die Zeit genutzt, um über deine Fehler nachzudenken? Ja, Sir. Glaub mir, wenn ich dir sage, dass dir etwas sehr Schlimmes geschehen wird. Und ich werde das sehr genießen. Sehr genießen. Verstehst du? Ja, Sir. Chris wird zuerst in Isolationshaft genommen.
Die Wachen setzen ihn diesmal unter Reizentzug. Seine Augen sind verbunden. Für ihn ist nur weißes Rauschen zu hören. In Guantanamo, so erzählen ehemalige Häftlinge, haben sie bis zu 18 Monaten in kompletter Isolationshaft zubringen müssen. FBI-Berichte beschreiben genau den geistigen Verfall. Ein Agent notiert, ein Gefangener habe ein extremes psychisches Trauma. Er spricht mit nicht existierenden Leuten und erzählt, er höre Stimmen. Ein anderer Agent schreibt, ein Häftling lag fast bewusstlos am Boden. Neben ihm ein Haufen Haar.